Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch hier in Iron Sky Invasion unterwegs und die Erde wird. Okay, die Sidequest hat sich gerade in Luft aufgelöst. Wie kann das eigentlich sein? Wir haben noch die Star, die Spitfire. Warum haben wir denn noch die S Okay. Hier waren wir doch gerade schon, ne? Hier waren wir davor in der Folge schon. Habe ich nicht. Okay, das mit dem Speichern ist wohl, klappt wohl nicht so ganz, wie ich mir das gedacht hatte. Ich dachte, der würde mal abspeichern, wenn man zur ISS kommt, aber dem ist wohl nicht so. Das ist ja irgendwie doof. Ich weiß nur nicht mehr, wo wir jetzt gerade waren. Aber wir verkaufen jetzt die Wrackteile und dann müssten wir eigentlich dahin kommen, wo wir vorher aufgehört haben. Da war ja danach eigentlich nicht mehr viel. Genau, die Dundee hat jetzt das. Die Minigun. Wir upgraden den Scanner. Und den Laser. Und die schweren Raketen. Die Schilde eigentlich auch mal. Wo wir gerade dabei sind, die Minigun. Und wo wir das Geld noch über haben, den Tauschkörper auch noch. So, und jetzt müssten wir zu der Quest kommen, die wir. Listen up, Han. I have a mission of vital importance for you. It's a matter of life and death. Natürlich. Aren't they all? Cute. We just detected a broadcasting satellite launched by the enemies of this great nation in an attempt to spread anti-government propaganda and made-up lies about my fair and balanced presidency. I'm sorry, your what presidency? You need to stop that thing before it gets to its destination. I want it taken down. Is that understood? Loud and clear, Madam President. One world-ending threat on its way down. Like it. She likes it. So, das ist doch das Ding, was hier vorne rumfliegt, nicht wahr? Ja. Das, was so mit Turbogeschwindigkeit uns davonjagt. Weil die ISS irgendwie viel zu weit weg ist dafür. Da wollen wir uns mal schnell hinmachen. Ich weiß ja jetzt, dass man auf die Karte klicken kann. Ja. Yeah. Mein Gott. Ich hab ihn weit weg. Die Spitfire hatte so eine schöne, riesige Reichweite und jetzt. Nix. Alles weg. Nix mehr von übrig. Die Mir hat was getötet. Das ist ja sehr schön. Das gefällt mir doch. So, ich bin gespannt. Was haben wir da jetzt hier? Müssen wir das Ding kaputt machen? Geil ist denn die Melodie gerade? Ah, bremsen, bremsen, bremsen! Und nun? Muss ich mit dem Ding machen? Hat einer eine Ahnung? Ist, wenn man nicht das Logbuch liest. Zerstören. Das sollten wir hinkriegen. You did it. Take that, you fascists. You sound surprised. It's always a shock when someone around here actually gets something done. Hey, someone think of something to reward this man with and get me the ISS on the line. I have a speech to make. Battle report. Okay, jetzt haben wir eben Kohle gemacht. Intercept action requested. Sind das unsere? Ah ja, die Verteidigungssatelliten, sehr gut. Und hier hinten sind jede Menge Gegner. Und hier hinten? Meine Güte, was kommt denn da alles an? Ich muss mal in mein Logbuch gucken. Die Truppentransporter, ja, die sind aber noch eine Weile unterwegs. Ich halte mal eben ganz kurz die auf. Calculating flight trajectory. Executing flight. Ich weiß gar nicht, ob die Erde irgendwie eine. Report.
Oh yeah. Na komm, wo bist du denn? Mann, du doofes Ding. Immer fliegt um mich rum. Ey. Oh, ich krieg dich. Hat er gerade Headshot gesagt? Warum klingelt jetzt das Telefon? Ich will nicht dran gehen, verdammt. Auch die Minigun ist aber auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, die Plasmakanone ist für die kleinen Dinger noch ein bisschen besser. Da ist sie doch. Die Reingold. Komm. Yes. Ich habe ja mittlerweile herausgefunden, dass man mein Telefon nicht, nicht hört. Noch eine. Salvage, ja, ja, komm, wo ist es denn? Wow! Einmal, einmal bitte gegen Gehirn. Die mir, ja. Albrecht, Haunebu, Wotan. Battle report. Enemy squadron approaching Earth. Intercept action requested. Wie viele sind das denn bitte? Was soll denn das hier? Es ist die Frage, natürlich, muss ich die alle töten? Oder gibt es irgendwie einen Counter, bis dann die Erde übernommen ist und ich dann automatisch verliere? Und die Tatsache, dass das Ding immer, wenn ich aus dem Hyperspace komme, so nach unten geht, ist, weil die Karte, weil ich mit der Maus immer zur Seite gehe und ja, sobald ich mit der Maus dahin komme, ist das Ding so gut wie, ja. Done and done. Sehe ich auch so. Oh, das ging schnell. Das war ein Schuss. Na komm. Mein Gott, wo schieße ich denn hin? Da, wo ich nicht hinschießen soll. Und auf wen schießt der bitte? Okay, hier sind alle tot. Ach Gottes Willen. Wie viele sind das denn? Wie soll ich die denn alle... Ja, bin gefragt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie töten, ja. Ja gut, es ist ja töten. Sagen wir es mal so, wie es ist. Es ist töten. Wir müssen sie alle töten. Es ist ja nun mal so. Auch wenn es sich jetzt böse anhört. Oh. Alberichs haben keine Zielsuch. Aua. Aua. Ach, das ist eine Haudebu. Ja, kein Wunder, ich das nicht hinkriege. Alberich? Wo ist sie? Wo ist Prinz Alberich? Was? Ach, habt ihr das gerade gelesen? Meine Reputation sinkt dann. Ah, jetzt wird mir einiges klar. Jetzt kapiere ich das erstmal. A squadron of Nazis has successfully invaded Earth. Deploying F-22s for air-to-air combat. Whoa there! Salvage detected. Salvage collected. Kommt in Salvage. Verdammte Wrackteile, wo seid ihr denn? Oh. Da waren welche. Was hatte sich dann erledigt? Enemy squadron approaching Earth. Wotan? Intercept action requested. Ja, ah, weg. Hello. Sonst nichts. Transferring energy to weapon systems. Ach, Kacke, ich hab W gedrückt, Scheiße. Transferring energy to shields. Wollte ich gar nicht. Mist. Und ein U-Turn. Yes. Nein!
Scheiße, zu langsam gedrückt. Verdammte Hacke. Mist. Kann doch gar nicht sein. Und wo mache ich jetzt weiter? Ah, genau hier. Das ist aber echt, weil die drei... Weißt du was? Ich scheiße jetzt auf die drei, helf dem Dingen. Und mach dann mit der Quest weiter. Weil ich habe, glaube ich, genug Reputation. Intercept action requested. Battle report. A squadron of Nazis has successfully invaded Earth. Plus mehr minus 1000 ist natürlich schon eine Menge. Ach, guck mal, eine Medaille habe ich trotzdem bekommen. Sehr schön. Die hatte ich aber gerade noch nicht. Achso, ich habe ja auch. Hier ist wieder zurückgesetzt worden. Kann ja dann noch nicht sein. So, komm. Du bist da. Ach, das sind nur minus 100. Ich habe minus 1000 gelesen. Ach. Das ist doch 100 Reputation. Weißt du, wie viel Reputation ich mittlerweile habe? Weil jeder von denen gibt 10. Ich kann ja mal eben gucken. Moment. Statistik. So, Reputation. 6000 habe ich noch. Oh, guck mal, ist hier alles schnapp. 100 Wrackteile. 100 Rheingold. Uiuiui. Die Spitfire. Hm, schön. Geld habe ich genug und ich guck mal, ich habe so viel von dem Zeug hier. Das reicht noch dicke. Können wir nämlich jetzt mal. Jetzt mache ich lieber hier weiter und kämpfe mich nach hinten. Damit wenigstens nicht alle durchkommen, weil sonst, wenn es 100 sind, kann ich theoretisch noch 60 mal. Noch 60 gegnerische, ja, kleine Flotten. Genau. Genau das kann ich theoretisch noch 60 Mal machen, weil... Weil ich einfach so viel Reputation bisher gesammelt habe. Das ist so viel... Weil ich mir vielleicht später mal Gedanken darum machen müsste. Das kann natürlich sein. Dass ich später einmal ohne Wotan. Asteroid? Oh, tatsächlich. Scheiße, ist die Wotan. Transferring energy to shields. Get in position. Ich bin in Position. Was willst du denn von mir? Ach, danke. Scheiß Wotan. Und Hilde? Ist hier sonst nichts mehr? Hatte ich nicht eigentlich noch jemanden, der mich... ja, genau. Begleitet. Ha! Tot ist es, das verdammte Ding. Aber geil, dass die Wotan, diese Riesendingen, nur eine Reputation von 5 bringt und so eine kleine Reingold mal eben 10. Oh, was haben wir denn da? Schnappen uns doch mal die Brunnhilde. Die ist nämlich so gut wie tot. Tot ist relativ hier in dem Spiel, aber... Und... Kaboom! Oh, den müssen wir auch nochmal. Reicht eine? Jawohl. Reicht. So, ein Problem weniger. Und irgendwie hat uns der andere da so gar nicht geholfen. Aber gut. So. Der ist mir egal. Da habe ich wenigstens Hilfe, deswegen gehe ich auf den. Weil wenn ich alleine gegen die ganzen Dinger kämpfe, da verliere ich nicht nur vollkommen schnell die Übersicht, sondern... Mann.
Zack, tot. Zack, tot. Das ist ein bisschen größer als das, was ich gerade hatte. Upsala. Ach, das ist die Wotan. Da ist noch irgendwo eine Reihengold. Schnappen wir uns auch nochmal eben. Ach, scheiße. Das hat auch funktioniert. Ach, eine Valkyrie, die fliegt ja auch noch rum. Wo haben wir die denn? Da unten. Hallo, die kann durch das Ding durchschießen? Was soll denn sowas? Das kann überhaupt nicht sein. Hm, ich habe kaum noch schwere Raketen. Antrieb? Wo ist das scheiße Wotan-Ding? Jetzt geht's mir auf den Sack, jetzt töte ich's. Da ist es. Dreckiges Kackteil. Es ist tot. Es ist tot. Es gibt's gar nicht. Es ist tatsächlich tot. So, schnappen wir uns die nächste Brunhilde. Okay, da brauche ich das Ding hier. Und warum diese verdammte Mia oder was auch immer da mitschießt, einfach sich mal überhaupt nicht bewegt, weiß auch kein Mensch. Und warum ist das Ding so weit, eigentlich so weit weg? Boah. Ammunition collected. All battle systems reloaded. Reporting damage. Transferring energy to engines. Na, 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 kommen wir doch immer noch mal an. Transferring energy to engines. In diesem Leben vielleicht noch. Report. GW Bush has destroyed an enemy squadron. Ach, das ist ja schön. Und wieder eine Brunhilde weg. Wunderbar. So. Ach, guck mal hier, da ist gar nichts mehr. Die kümmern sich darum. Das sind nur Valkyren, das ist ja langweilig. Ich sehe gar nichts gerade. Ach, nö. Lass mal. Reingold 6. Ist dein Kommi nicht. Verdammt. Da machen wir uns doch mal auf.